Fotografie in erster Linie ist für mich, glaube ich, so ein Zufluchtsort. Fotografie gibt mir sehr viele positive Gefühle. Der ganze Ablauf, etwas zu produzieren, etwas zu fotografieren, etwas anzusehen, etwas zu bearbeiten, ist etwas, was mich sehr glücklich macht und was mich sehr erfüllt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, warum ich gerne fotografiere. Weil es mich sehr glücklich macht, etwas zu erschaffen, was es vor diesem speziellen Moment noch nicht gegeben hat. Das Reizvolle daran ist halt wirklich, dass man so eine Leica-Kamera in seiner Hosentasche hat und damit halt spontan auf Momente reagieren kann. Und deswegen habe ich mich auch besonders gefreut, dass Xiaomi mich hier gefragt hat, ob ich diese Leica-Linse mal ausprobieren möchte. Weil es hier ja um spezielle und einzigartige Momente und eben diese Bucketlist von anderen Personen geht. Wie zum Beispiel, dass Julian mit seiner Mutter endlich dieses Familienrezept erlernt. Hab da versucht, irgendwie sehr dokumentarisch zu arbeiten und eben diese Momente einzufangen. Das ist natürlich von Vorteil für jemanden wie mich, mit leichtem Equipment hier die Zugspitze erklimmen zu können, um Rubys Kindheitstraum von der Bucketliste zu streichen. Und genauso nice ist es natürlich für mich, dieses kleine Mobiltelefon dabei zu haben, in dem eine Leica-Linse verbaut ist, mit dem ich halt hochwertige Bilder vom Bergpanorama machen kann und sehr nah dabei sein kann, wie Ruby hier hochklettert. Und vielleicht bringt gerade diese Kollaboration zwischen Xiaomi und Leica den Leuten so ein bisschen Fotografie näher. Was ich ja sehr spannend finde. Mit dem Xiaomi 13T Pro kann man den Leica-Look leicht reproduzieren, indem man die Stile nutzt, die in der Kamera voreingestellt sind, wie zum Beispiel den Leica Authentic und den Leica Lebendig Look. Ebenso wie den Schwarz-Weiß-Filter, der besonders für Dokumentarfotografie sehr interessant ist. Xiaomi.